Hallo und herzlich willkommen bei Mickys und Melodies Filmuniversum mit Folge Nummer 12 12. von Mickey und Melody stellen vor. Heute mit dem Steelbook von The Bay, das auch eigentlich erst am 6. Juni rauskommt. Genau, wir haben ja eben gerade oder gestern, je nachdem wann das Video erscheint, ja, In dem Video schon davor sagen wir es Darkman, einfach sagen wir so. genau, in dem Video davor das Darkman Steelbook ausgepackt und zusammen mit dem Darkman Steelbook erscheinen ja bekanntlich auch noch andere, unter anderem halt The Bay. Von den Machern von Paranormal Activity und Insidious, wie er draufsteht, ne? Hier Ja, unten, ganz groß und und der klapp. Regisseur ist sogar Oscar prämiert, weil der hat Rain Man gemacht. Genau. Heute aber Also eben den halt, wie mit Tom gesagt, Cruise. auch im Mediamarkt schon für 13,99 erhältlich. Und ja, mir ist bewusst, dass es bei Amazon für 12,99 erhältlich ist. Derzeit. Derzeit. Also ich habe es in Kauf genommen, aber ich wollte es einfach Man muss ja haben. auch Versandkosten zahlen. Ich hatte Lust, dieses Video jetzt zu drehen. Und ich muss ja dann Kosten zahlen oder mir noch was dazu kaufen. Und das fällt mir immer so schwer, deswegen. Also ja, ist wieder teurer geworden, was du dazu Ja, kaufen und wie wolltest. gesagt, ich wollte halt einfach jetzt auch heute sofort haben, um es euch heute mal vorzustellen. und ja, ab 16 ist Wie alle er. unsere Filme Wie heute. fast Nee, alle. alle. Ja, alle. Ich würde sagen, wir entpacken es erst, bevor wir es auf der Rückseite uns alles genauer mal anschauen. Ein bisschen zu weit rausgezogen hier. So. Das Ganze möglichst ohne das Steelbook zu beschädigen. Ist ja auch lustig. Jeder hat so seine eigene Methode, diese Folie von dem Steel Ja, fast alle abzubekommen, nehmen ne? Messer, ne? Alle nehmen ein Messer oder sonst was. So. Auch hier ist der FSK-Logo, das FSK-Logo auf. Was habe ich denn immer mit der FSK? Das FSK-Logo aufgedruckt. Ich mache mir jetzt mal die Mühe, das gleich abzumachen. Und das geht ganz einfach und schnell und Das so hängt irgendwie. fast ohne. Unten. Sieht aus wie ein Haar. Ja, Ja. die Ist auch ein Haar. DNA-Spur von dem Produzent, Vom vom Regisseur. Regisseur. Ja, so sieht es denn ohne aus. Gleich viel besser natürlich. Dann haben wir hier die Rückseite. Auch Man muss auch ganz sagen, nett. auch Hochglanz, Genau, das haben wir gar so wie nicht beim Darkman. letzten Mal gesagt. Alles Hochglanz. Das Was dritte er bisher geantickt sieht haben. genauso aus. Ohne jetzt darauf einzugehen, Was es was ist. es ist. Ich halte das jetzt hier mal rein. Extras Audiokommentar mit Barry Levinson. Levinson? Lewinson, wahrscheinlich. Featurette Into the Unknown. Ein circa 12-minütiges Etwas. Was auch Steht da immer. wirklich? Nein, nein, etwas sage ich. Ich weiß nicht, ob es ein Making-of oder sowas ist. Und den Original-Kino-Trailer. Ansonsten haben wir eine Spielzeit von 85 Minuten. Und diesmal auch eine Audio, DTS HD Master Audio 5.1 Spur in Deutsch und Englisch, wenn ich das hier richtig verstehe. Und wieder nur den Untertitel Deutsch dabei. Ja, ansonsten 16 zu 9 das Bild. 1080p. Genau. Und ja, wieder von Koch Media, wie halt alle, die am 6. Juni erscheinen und heute im Mediamarkt rumlagen. Ja, machen wir mal auf, weil ist ja auch hier spannend, wenn es wie bei den Paramount-Produktionen ist, kann ja hier auch durchaus mal ein Inlay drinne vorkommen, aber ich rechne eigentlich mit nichts außer Nichts. Lichts. Genau, dafür Aber die DVD wieder sieht, eine ganz Blu-ray sieht gut aus. schicke Blu-ray, wie ich finde. Also wenigstens kein blöder blauer Hier so. Blu-ray-Rand. Ja. Gutes FSK-Logo dafür umso größer. Aber meine Güte, es ist ja auch nur Sieht die. man ja Es nicht. ist auch nur die Blu-ray, aber es ist trotzdem nicht. Also es ist trotzdem schön, wenn sie sich da auch ein bisschen Zeit für nehmen. Und ich weiß. Also, wobei jetzt ist die Frage, ob das nun wirklich Koch Media gemacht hat oder jemand, der mit dem Film zu tun hat, zum Beispiel. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also, wenn das jetzt eigentlich jeder weiß, dann tut es mir leid, ich weiß es nicht. So, ja, ansonsten zum Inhalt. Wir haben beide noch nichts gesehen, aber du weißt ein bisschen was darüber zu sagen. Ich auch, aber Es ich kann das immer nicht so gut, deswegen ich lasse es immer ist Mickey ein machen. Found-Footage-Film oder so eine Art Found-Footage-Film. Steht ja auch hinten drauf: Blair Witch Project für Erwachsene. Es geht um irgendeine Küstenstadt und da sterben 2 Millionen Fische und die Vögel fallen vom Himmel und jeder, der mit dem Wasser in Berührung kommt, kriegt irgendwie Ausschlag und dreht durch und Genau, das habe ich auch dann will gelesen. die Regierung das vertuschen und ja, keine Ahnung. Ist halt so typisch von Footage. Die Regierung will was vertuschen, aber es gibt Videoaufnahmen, die an die Öffentlichkeit gelangen.
Also ich muss ob das jetzt gut ist, keine Ahnung. Ich muss ja gestehen, mich hat dieser Film schon interessiert, als er noch als DVD im Regal stand. Ja, als DVD. Damals habe ich eher auf DVDs geguckt als auf Blu-ray. Ist ja schon so alt. Naja, so damals ist es auch wieder nicht. Aber es ist, ich sag mal, vor einem Jahr waren Blu-rays für mich nur im Form vom Steelbook oder Mediabook oder was auch immer, Digibook. Interessant, aber nicht als Standard. Deswegen, ja. Mehr können wir nicht dazu sagen, aber ich finde, das reicht auch, weil wir wollten es euch ja auch nur vorstellen. Das Steelbook. Ah, das Cover sieht auch sehr nett aus. Das, ja, genau. Das ist auch deutet ja auch irgendwie so ein bisschen was an, wenn das jetzt so. Ja, das Cover auch kann, der, ne? war auch der Grund, warum ich auf diesen Film aufmerksam wurde, weil ich das irgendwie. Pass mal auf, es geht gar nicht um eine Küstenstadt und da passiert gar nichts mit Fischen und Vögeln, weil der Text total Quatsch ist. Pass auf, die Leute, die das jetzt hier sehen, wissen auch schon alle, um was oder es geht. Stell dir vor, es geht dann um einen Berg oder so, wo gar nichts. Ja. Boah, das wäre lustig. Aber nicht spoilern, wenn es so ist. Und auch nicht, wenn es anders ist. Bis wir den geguckt haben, sind wir eh gespoilert. Wahrscheinlich, schlimmstenfalls. Ich meine, wie wird es wohl ausgehen? Kann man sich ja denken. Vielleicht überrascht er uns ja auch so wie der Film gestern. Wir haben gestern übrigens Mama geguckt. Das hat uns aber nicht überrascht, er hat uns scheiß Angst gemacht. Ja, wir waren in Gruselstimmung und er hat geklappt. Aber wir lenken jetzt hier ab, das soll sich hier nur um The Bay und im Steelbook drehen und das hat es ja gerade schon nicht mehr. Deswegen mache ich jetzt hier an dieser Stelle Schluss, meine Güte, und sage bis demnächst, bis... In 5 Minuten. In 5 Minuten, bei uns in 5 Minuten, bei euch in ein paar Stunden oder Tage. Tschüssi!